Zwei Monate nach Beginn der Impfkampagne können wir erste Erfolge verzeichnen. Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen haben inzwischen ein erstes Impfangebot bekommen. Viele sind auch schon zweitgeimpft und die allermeisten, und das ist das besonders Ermutigende, haben dieses Angebot auch angenommen. Stand heute, also bis gestern Abend, 5,7 Millionen Impfungen in Deutschland, 4,5% der Bevölkerung sind geimpft mit einer Erstimpfung, über 2% mit einer Zweitimpfung bereits, 160.000 Impfungen am Tag in den letzten zwei Tagen, das waren die zwei Höchststände, die wir bisher hatten. Bis Ende kommender Woche werden wir voraussichtlich insgesamt bis an die und über 11 Millionen Impfdosen an die Länder ausgeliefert haben. Noch liegt zu viel Impfstoff im Kühlschrank. Auch das muss an Fahrt weiter gewinnen. Einige Länder haben uns, haben mich daher gebeten, dass wir in der Impfverordnung ausdrücklich regeln, dass sie auch Arztpraxen beauftragen können. Das werden wir zeitnah ausdrücklich regeln und auch Vergütungen für die Ärzte vorsehen. Das ist der erste Schritt. Das ist jetzt wichtig, auseinanderzuhalten. Der erste Schritt ist, die Länder können, wie es einige ja auch schon begonnen haben, in ihren Konzepten Arztpraxen beauftragen. Der nächste Schritt, und auch der wird absehbar notwendig werden angesichts der steigenden Mengen, ist es dann baldest möglich, die Arztpraxen insgesamt regelhaft in die Impfkampagne mit einzubeziehen. Wir sehen mit den steigenden Mengen, die wir erwarten dürfen, wenn wir jetzt auch die ersten, hoffentlich bald, ersten Lieferdaten aller Hersteller haben, auch für den April, können wir dann gut und besser abschätzen, wann der richtige Moment ist, zusätzlich zu den Impfzentren der Länder dann auch die Arztpraxen mit einzubeziehen.